Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 14. 7. 2020. Es war Sonja da. Heute ist Dienstag. Es war irgendwie ein langweiliger Nachmittag, nicht wegen Sonja, sondern weil ich so Kreuzschmerzen hatte und mich kaum bewegen konnte und auch sehr müde war, obwohl ich jetzt nicht so müde war wie die letzten Tage, aber schon noch. Ich habe mich mit Sonja recht gut verstanden. Wir haben Nägel gemacht, sind draußen gesessen und haben getratscht und Kaffee getrunken und geraucht und jetzt ist es 19:25 Uhr und ich lieg schon im Bett. Ich habe gerade kein zusätzliches Licht laufen, deswegen ist die Bildqualität noch schlecht. Schlechter als sonst. Ich bin sehr müde, habe aber relativ gut geschlafen. Im Vergleich zu den letzten Tagen heute und habe auch lange geschlafen bis mal um 11 Uhr. Und habe dann Mittag gegessen und auf Sonja gewartet und um 1 Uhr war sie dann da und wir haben halt nicht viel gemacht. Außer meine Nagellacke umgeräumt in den neuen Kasten und getratscht, was wir immer so machen, und zwei Nägel hergerichtet. Den, der ist ein bisschen verlaufen. Der wird sich bald wieder ablösen, aber naja, kann man nichts machen. Und sonst war nicht viel los. Mein Vater ist jetzt den zweiten Tag weg und kommt am Freitag am Abend wieder. Und sonst war eigentlich nichts. Am Freitag in der Früh muss ich zu Hause jetzt den Harnkontrolle machen und CRP kontrollieren, weil ich auf 21 bin und jetzt nehme ich Antibiotika und ob es dann weniger ist oder ob es fällt und ob die Harnkultur dann besser aussieht. Morgen muss ich wieder um 9 aufstehen, obwohl ich das als sehr sinnfrei erlebe, weil die Volkshilfe vor 10:30 Uhr eh nicht da ist. Aber naja, ich brauche auch extrem lange, bis ich wach werde. Sonst gibt's wirklich nicht viel Neues. Ich habe mir gerade das Xiaomi Band 5 bestellt. Um 36 Euro. Und wer hat das andere, das ich jetzt trage, hier, einer Freundin, der Claudia, schenken. Oder vielleicht verkaufen, je nachdem, wenn noch Zollgebühren anfallen. Je nachdem, was da rauskommt. Aber es wird jetzt sicher so 1,5 bis 2 Monate dauern, bis das kommt. Ich habe es bei Gearbest bestellt. Und das dauert immer so 1,5 bis 2 Monate, bis die Sachen kommen. Und bis dahin möchte ich das nutzen, weil ich meine Smartwatch kaum noch nutze. Und die Batterielaufzeit von dem Ding halt unschlagbar ist. Weil die läuft einen Monat
ohne Laden. Und vom Xiaomi Band 5 soll es 14 Tage gehen. Aber mit mehr Funktionen. Und ich hätte es nicht gebraucht, aber ich habe es mir gewünscht und da mir ein bisschen Geld übergeblieben ist, habe ich es jetzt gleich bestellt, weil es in einem Sonderangebot war. Bei Amazon kostet es 50 Euro. So 136. Aber wie gesagt, 1 bis 2 Monate dauert sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Ich kann nichts Neues berichten. Es gibt keine neuen Erfahrungen und ja, mir geht's so mittelmäßig bis okay. Bin halt diese Müdigkeit schon so satt. Und ob jetzt am 27. diese Untersuchung stattfinden kann oder nicht, macht am Freitag die Urinprobe entscheidend. Dann müssen wir Rücksprache halten mit der Urologie, ob sie die Untersuchung trotzdem machen, wenn die Werte gut sind. Und das wird man dann sehen. Aber sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Außer dass ich die Augen verdrehe. Ich habe keine Schubsymptome, außer ein bisschen taube Hände. Aber das ist schon die ganze Zeit. Sonst. Ich wünsche euch jetzt mal einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.